sieht man das? Wie? Kompressionsstrümpfe habe ich schon gekauft. Die deutscheste Schüssel. Ach, warte, das letzte Mal im Urlaub. Um Gottes Willen, ich bin obsessed. Wobei, ich könnte es eigentlich sagen, weil ich habe viele Tage gefilmt diese Woche. Hello, eine neue Woche mit dir, bitte. Pieces. Ich habe nämlich sehr viele, also ich habe schon die letzten Tage gefilmt. Deswegen haben wir einen ganzen Weekly-Vlog. Und deswegen können wir das auch mal wieder sagen. Ich habe jetzt vor, hallo, wie geht's, einen Rotkohlsalat zu machen. Denn ich fahre jetzt am Wochenende nach Hause an die Nordsee und wollte meiner Mama den mitbringen. Der ist nämlich auch vegan und ultra unnormal lecker. Und ich glaube, ich habe den auch schon mal in einem Rezepte-Video hier gemacht. Ja, habe ich ja, genau. Kann ich euch einfach verlinken. Der ist super easy, wirklich so 4 Zutaten, aber unfassbar lecker. Und ich habe da schon seit Tagen Bock drauf. Das ist meine Spülmaschine. Deswegen machen wir das jetzt mal. Und dann erzähle ich euch vielleicht, wieso ich so braun bin, wenn euch das auffällt. Rücksendeschein ausfüllen. Und in dem anderen Paket den Rücksendeschein mit den 3 Sachen, die das zuordnen können. Ja. Bring was mit, was Leckeres so. Bye! Gerne! Bye, 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 bye. Kuss, kuss. Bye, 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 bye. Ach so, was ja auch noch essentiell ist, jetzt wo ich gerade meine Mama telefoniert habe, passt es ganz gut. Ich glaube, das ist die deutscheste Schüssel, die es gibt. Und die habe ich natürlich von meiner Mama geerbt. Und ihr könnt diesen Salat natürlich nur machen, wenn ihr solche in Schüssel benutzt, ist klar, ne? Ich habe jetzt sogar 2 Schüsseln voll gemacht. Also je nachdem, für wie viele Leute ihr das macht, reicht auch ein halber Rotkohl. Ganz viel Minze. Auch hier ist es so ein bisschen nach Geschmack. Also ich habe jetzt wie viel Gramm? 40 Gramm Minze und dann 2 große Lauchzwiebeln. Und wenn ihr das beste Tool auf der Welt haben möchtet, dann braucht ihr einen Nicer Dicer. Denn der macht das alles so schön klein. Et voilà. Den habe ich jetzt schon angemacht und ihr seht, wie sich die Farbe verändert. Hier ist noch kein Öl dran, hier ist noch kein Essig dran, gar nichts. Und hier ist der Salat fertig. Ich mag auch mal sehr viel Salz und Pfeffer. Auch das ist Geschmackssache und die Zitrone ist essentiell. Also jeweils dann, ne? Eine Zitrone. Und fertig. Das ist einfach... I love it. Wir haben jetzt gegessen, ich habe geduscht, habe mich ein bisschen fertig gemacht und... Wir brauchen Fokus auf mich, beziehungsweise auf meine Urlaubsbräune. Ihr habt es vielleicht nicht gemerkt, aber ich war 3 Wochen im Urlaub. Oder vielleicht habe ich auch einfach nur Selbstbräune entdeckt. Ich bin, um Gottes Willen, ich bin obsessed. Okay, ich erzähle euch natürlich, was es ist. Ich habe schon bei Instagram angeteasert und viele meinten so, was ist es, Jamina? Aber ich muss das ja erstmal ausprobieren. Und ich liebe es. Also, für den nächsten Teil des Videos arbeite ich mit Purish zusammen. Und ich bekomme 2 Code-Anfragen von euch ständig. Und einer davon ist immer Purish. Und ich habe einen, und zwar heißt der Yamina Sun. Ich zeige euch jetzt ein Selbstbräuner-Produkt, aber das gilt auf das gesamte Sortiment. Also ihr bekommt 20% auf das gesamte Sortiment bei Purish bis zum 15. Juni. Ich werde euch das natürlich alles auflisten in der Infobox, alles hinschreiben, euch bei Instagram nochmal erinnern. Und deswegen schnack ich gar nicht lange. Ihr wisst, ich liebe Purish, die haben so tolle Produkte. Und was ich bei Purish cool finde, ist der Online-Shop, wie der aufgebaut ist. Weil ich finde, eine Shopping-Experience online muss halt auch angenehm sein. Und das finde ich ist 100% gegeben. Also riesengroße Liebe für den Shop. Und heute testen wir Bondi Sands, die Selbstbräuner-Produkte. Und ich rede gar nicht viel, weil ich erzähle alles. Ich habe die letzte Woche immer mal so Updates gefilmt. Als ihr mich vorhin gesehen habt, heute Morgen, hatte ich Ultra Dark aufgetragen. Das war dann meine 3. Applikation in meiner Testphase. Und davor hatte ich immer Dark aufgetragen, das wollte ich noch sagen. Und man kann sich ja selber auch Komplimente machen. Und ich finde, ich sehe absolut fantastisch aus. Ich bin so happy mit dem Ergebnis. Deswegen rede ich gar nicht weiter und wir spulen quasi ein bisschen zurück in der Zeit und dann sehen wir uns wieder in der Echtzeit morgen, wenn das Sinn macht. Ich muss es sofort festhalten. Ich habe gerade zum ersten Mal in meinem Leben Selbstbräuner benutzt, den von Bondi Sands. Und ich habe ja gesagt, ich werde das ausprobieren
Warte, ich probiere mal so vom Licht her. Die Sonne scheint jetzt direkt auf mich. Das einzufangen, weil warum habe ich das noch nie in meinem ganzen Leben gemacht? Wie alt bin ich jetzt? 34? Warum musste ich 34 werden? Ich meine, warte mal, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich sehe, warte mal, stopp, warte. Jetzt mal aus der Sonne. Ich sehe aus, als ob ich frisch aus dem Urlaub komme. Und meine erste Beobachtung ist, ich finde nicht, dass ich irgendwie streifig aussehe. Also es war super einfach. Christian hat mir auf meinem Rücken geholfen. Und das lasse ich jetzt 6 Stunden einwirken und dann soll ich es halt ganz normal abwaschen. Ich sehe doch total frisch aus, oder? Ich musste jetzt sofort die Kamera anmachen, weil ich dachte mir, nein, ich probiere das erstmal in Ruhe aus und dann berichte ich euch quasi irgendwie später und mache es dann mit euch zusammen. Ich musste jetzt so die erste Begeisterung kurz mal festhalten. Jetzt bin ich echt gespannt, wie sich das noch entwickelt und ob ich... Ach, zum Beispiel hier seht ihr an meinem Arm, da war ich jetzt schon von der wirklichen Sonne gebräunt durch meine Apple Watch. Stimmt, wir waren noch im Garten von meinen Schwiegereltern. Da hatte ich doch so ein kurzes Top an. Deswegen war ich hier schon so ein bisschen braun geworden und habe diesen Apple Watch Abdruck bekommen. Die Beine haben auch auf jeden Fall schon eine Farbe angenommen und sind nicht mehr einfach weiß. Ja, ich werde es in 6 Stunden abspülen und euch dann ein Update geben. So, jetzt sind es, ich glaube, 7 Stunden und ich meine, je nachdem, wie ich jetzt die Kamera einstelle, ich kann das jetzt dunkler machen, bisschen heller und dunkler, aber ich probiere mal so ungefähr das Licht von, so wie ich es im Spiegel sehe, einzufangen, ist glaube ich so, ich würde sagen, ich glaube, so sehe ich aus, also vom, ich finde es so krass, ich weiß, ich war so lange nicht so gebräunt. Wann war ich denn das letzte Mal im Urlaub? Ich glaube in Australien 2019. Ich werde das jetzt mal abduschen gehen. So ist die Bräune an meinem Bauch. Also wirklich wow. So, ich bin jetzt einmal geduscht. Ich habe ganz leicht mich halt mit einem Duschgel abgebraust. Und ich finde dieses extrem, in Anführungsstrichen, dunkle ist jetzt weg. Trotzdem habe ich noch diesen super schönen von der Sonne geküsst und jetzt benutze ich noch die Bondi Sands Everyday Gradual Tanning Milk Body Moisturizer. Ich habe auch online gelesen, dass viele geschrieben haben, dass die Bräune damit halt einfach länger hält und frischer aussieht. Body Lotion einmal überall aufgetragen und so ist jetzt das Ergebnis und ich finde es wirklich Hammer. Also wow. So sieht der Rücken aus. Meine größte Angst war, dass sie irgendwo fleckig wird oder so, aber ich habe wirklich noch nichts entdeckt. Ich würde es euch zeigen. Das Einzige unten an meinem Bein, wenn ich so mit der Lupe rangehe, da wo so neue Haare nachwachsen, da sieht man halt einfach, dass da keine glatte Fläche ist. Aber sonst, ganz ehrlich, krass. Krass. Jetzt werde ich euch die nächsten Tage auf jeden Fall mal ein Update geben, wie sich das so entwickelt, nach dem Duschen, nach dem Sport und so weiter. Und ach so, eine Sache noch, ob das sich das abfärbt, das wollte ich vielleicht noch mal kurz beantworten. Hallo, was macht die Mama da? Ist sie auf einmal so braun, ne? Kennst du mich gar nicht, du kennst mich nicht braun. Seitdem wir dich haben, war nämlich eine P... Ich darf das Wort nicht sagen, sonst wird mein Video wieder gefleckt. Oh, hallo mein Müschi. Hallo mein Müma. Ja, du bist von Natur aus braun. Du bist von Natur aus braun. Du brauchst keinen Selbstbräuner. Hey Maus. Oh, müh. Ich hatte jetzt das Hemd die ganze Zeit an, das Leinenhemd, und ich würde schon auch sagen, zieht mal was, ja, also nichts Weißes an. Hier seht ihr das?
hier ist so ein bisschen, warte mal, irgendwo hier hatte ich das am, hier. Also so ganz leicht habe ich schon das Gefühl, dass das abgefärbt ist, aber ich weiß nicht, ist jetzt nicht irgendwie dramatisch. So, weiß nicht, hier zum Beispiel, hier drin ist gar nichts. Es ist halt auch heute sehr warm, ne? Es sind irgendwie 27 Grad. Ich war ja eben Gassi, ich habe halt auch geschwitzt, keine Ahnung, ob es daran liegt. ja, so viel dazu. Also hier sehe ich eigentlich so, würde ich mal sagen, die größte Verfärbung. Ich bin einfach braun. Ich sehe einfach aus, als ob ich im Urlaub war. Ich kann es irgendwie nicht ganz glauben. Wieso habe ich das nicht früher getan? Mann, Mann, Mann. Na gut. Besser spät als nie. Es ist Tag 3 nach meiner Ich bin urplötzlich super schön braun Aktion. Und jetzt wollte ich gerade duschen gehen. Ich habe mir auch schon ein bisschen was, also ich habe was schon auf meinem Gesicht drauf. Und zwar wollte ich euch zeigen, es gibt nämlich auch den Self-Tan Eraser. Und ich hatte ja eher relativ planlos, sag ich mal, ja auch mein Gesicht mit dem Spray eingesprüht. Und ich glaube, ich hatte das nicht so richtig gut verteilt. Weil jetzt finde ich, ich benutze ja auch immer viel Säure abends und habe jetzt jeden Tag Sport gemacht und habe ein- oder zweimal am Tag geduscht. Sprich, hier seht ihr das, es ist so ein bisschen fleckig. Und ich werde jetzt den Eraser benutzen und das trägt man halt einfach auf, geht natürlich auf den Körper und dann kann man das einfach quasi abtragen. Ich hatte das auch schon einmal hier bei meinen Fingern gemacht, weil das habe ich auch gelernt, gerade hier so an den Knöcheln oder hier am Arm. Sollte man am besten richtig schön Bodylotion vorher auftragen, weil hier halt einfach so trockene Stellen sind. Das ist meine Mama. Gut, bis später. Tschüssi. Jetzt lasse ich das mal einwirken, aber sonst sieht eigentlich echt alles gut aus. Auch keine Flecken oder so. Und dann drehe ich noch ein Reel in der Zwischenzeit und dann zeige ich euch, wie mein Gesicht danach aussieht. Aus der Dusche raus und ich finde, man sieht sehr gut den Unterschied. Ich habe hier meine normale Hautfarbe. Also der Eraser hat mega gut funktioniert. Seht ihr, hier ist auch gar nichts mehr. Und hier habe ich weiterhin meine schöne Bräune. I love it. Guten Morgen. Ich filme das ziemlich in Echtzeit, denn in einer halben Stunde muss ich los. Und ich wollte euch kurz mitnehmen, was heute passiert, weil ich habe euch ja auch schon bei meiner Bauchdeckenstraffung mitgenommen. Das werde ich jetzt nicht, was heute ansteht, nicht so im Detail filmen und erzählen, aber weil es auch einfach ein kleinerer Eingriff ist. Und zwar werden mir jetzt, also jetzt, heute und dann in einem Monat, meine Krampfadern an meinem Bein entfernt. Und ich hatte das relativ, ich sag mal, beiläufig bei Instagram erwähnt, weil das für mich jetzt gar nicht so ein großes Thema war. Aber ich glaube, viele beschäftigt das tatsächlich auch, dass sie Krampfadern haben und diese entfernen lassen möchten, sich aber nicht trauen oder nicht genau wissen, wie das abläuft und so weiter. Und deswegen dachte ich, filme ich das einfach heute so ein bisschen, wie das halt läuft. Ich weiß ja selber nicht, was passiert. Aber ich kann euch dann natürlich nach der OP so ein bisschen was erzählen. Der Grund, wieso das gemacht wird, ist ein rein medizinischer Grund. Es ist kein kosmetischer Grund. Mich stören die nicht. Ich kann euch das zeigen. Ich zeige euch das gleich. Gestern wurde auch schon was angezeichnet bei dem Vorgespräch. An dem rechten Bein ist es sichtbar, links eigentlich gar nicht. Und auch wenn die mehr sichtbar werden, mich hat es tatsächlich noch nie gestört. Das ist, wie gesagt, eine rein medizinische OP. Denn im Herbst oder eher Ende des Jahres, das hatte ich ja auch schon vor meiner Bauchdeckenstraffung erzählt, möchte ich ja auch noch den Hautüberschuss an meinem Bein entfernen lassen. Und deswegen wurde mir empfohlen, bevor diese OP gemacht wird, erst die Krampfadern veröden zu lassen, damit dann während der größeren OP keine, ich meine, du kannst nie Komplikationen ausschließen, aber man kann ja Dinge vorab etwas minimieren. Und so wie ich das verstanden habe, können diese Krampfadern, wenn sie nicht vorher entfernt werden, dazu führen, dass es
Blutung geben könnte. Deswegen werde ich diese jetzt entfernen lassen. Es ist ein relativ kleiner Eingriff, also die OP dauert 30 Minuten. Man ist in einem Dämmerschlaf. Was kann ich sonst erzählen? Also ich weiß ja auch noch nicht so wirklich genau, deswegen würde ich eher tatsächlich sagen, ich melde mich später nochmal. Ich werde jetzt gleich von Christian dorthin gefahren und trinke jetzt gerade noch kurz meinen Kaffee. Ich habe gerade noch ein bisschen ein Video geschnitten und bin schon ziemlich lange wach. Ich muss auch nicht auf leeren Magen dorthin, wobei ich habe noch nichts gegessen. Vielleicht sollte ich das nochmal machen. Einen aktuellen Corona-Test braucht man auch. Den habe ich gestern Abend noch gemacht. Der ist negativ. Ich habe dann schon Verbandszeug gekauft. Da habe ich ein Rezept bekommen. Und was habe ich noch? Kompressionsstrümpfe habe ich schon gekauft. Ich glaube, das war's. Jetzt zeige ich euch mal kurz mein Bein. Hier seht ihr die Anzeichnung. Ich konnte auch eben duschen, deswegen ist es so ein bisschen verblasst. Aber ja, der Arzt meint, es ist völlig in Ordnung. Hauptsache, ist nicht alles weg. Und hier, Moment, wenn ich jetzt mal so ranzoome. Hier sieht man das, wie hier die Krampfader verläuft. Ja, je nach Lichteinfall. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ihr das seht. Er hat mir so erklärt, hier werden so kleine Stiche gemacht. Und hier ist wohl die Hauptader, hier und hier. Und die wird dann punktiert und so stirbt das dann langsam ab. Völliges Halbwissen, fragt bitte eure Ärzte. Es wird auch jetzt nur ein Bein gemacht und dann in einem Monat wäre dann das Bein dran. Insgesamt bin ich 3 Stunden da. Die OP dauert wie gesagt eine halbe Stunde. Ich soll auch noch eine Decke mitnehmen, dass man sich dann da so ein bisschen ausruhen kann danach. Ich kann mir das nicht vorstellen, irgendwie in so einem Dämmerschlaf zu sein. Also sie meinte, man bekommt irgendwie alles mit, aber danach erinnert man sich an nichts. Keine Ahnung. Deswegen, egal. Ich habe hier was Lockeres angezogen. Ich habe jetzt hier einfach so einen Leinrock rübergeworfen. Ich nehme vielleicht noch eine Jogginghose mit, denke ich. Und meine ganzen Unterlagen. Ich drücke mir selbst die Daumen, dass alles gut wird. Und dann sehen wir uns nachher. Meinst du, ich habe irgendwas vergessen? Nee. Noch ein paar Socken. Ich meine, ich bin ja auch nur 3 Stunden weg, ne? Also... 5 Minuten vor Abfahrt fertig. Das passiert mir ungefähr nicht. Hilfst du mir ganz schnell wieder gesund zu werden? Bist du mega süß? Hallo, mein Schatz. Das ist mein Armband, ne? Ja, darf ich das bitte selber zurückhaben? Dankeschön. So, es ist um einiges später. Ich darf heute nicht mit dir Gassi gehen, musst du Christian fragen. 19.40 Uhr, so. Um 13 Uhr hat mich Christian abgeholt aus der Praxis. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen düdelig, so. Ich muss ja erstmal schlafen. Zumal, oder zusätzlich, soll ich alle halbe Stunde, oh, und jetzt wirklich fängt mein Bein an zu kribbeln und irgendwie taub zu werden. Das habe ich den ganzen Tag gar nicht gehabt. Zumal soll ich auch immer alle halbe Stunde mal aufstehen, 5 Minuten laufen und sonst eigentlich mein Bein ausgestreckt haben und mich halt ausruhen. Ich habe jetzt auch keine Schmerzmittel genommen, mir wurden auch noch ein paar Ibuprofen mitgenommen. Also anders. Ich kam an in dem Venenzentrum, sagt das Wort ja schon, wo ich war, in halt ein super krasser Routineeingriff. Deswegen waren in diesem Ruheraum schon andere Frauen und es war halt so abgetrennt und die wurden schon operiert und dann war ich halt dran, habe ich da so mein Bett bezogen. Und hatte ein Spannbettlaken, ach, das hatte ich euch ja gezeigt, mitgenommen. Und ja, dann war ich quasi kurz da, habe mich dann ausgezogen und dann ging es auch schon in den OP. Und man ist ja die ganze Zeit quasi in so einem Dämmerschlaf, aber man ist halt irgendwie wach. So. Und ich dachte halt, ich merke gar nichts von der OP, also dass ich gar nichts spüre. Und das war nicht so. Also es war schon teilweise unangenehm. Also einmal hat es mir richtig doll wehgetan. Das Ding ist, du hast ja so einen Sichtschutz, ne? Also ich habe gar nicht gesehen, was er überhaupt für Werkzeug benutzt hat, was überhaupt passiert. Deswegen kann ich euch da halt gar nichts sagen. Ich weiß es nicht. Einmal hat mir das in der Leiste richtig doll gebrannt. Habe ich dann auch kommuniziert. Dann meinte er, es geht gleich weg. War auch so. Und ja, es war unangenehm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich davon nichts gemerkt habe oder mich auch nicht erinnere. Aber es war jetzt auch nicht schmerzhaft, dass ich sage, um Gottes Willen, völlig grauenvoll. Und ich dachte, es wird irgendwie, weiß ich nicht, mein Bein wird mir rausgezogen oder so. Bin ich dann aus dem OP dann zurück in diesen Ruheraum gekommen?
Ach so, doch, genau. Dann habe ich meine Unterhose wieder angezogen, weil man macht sich halt unten komplett frei. Und dann habe ich mich, dann habe ich Lymphdrainage bekommen mit so einem, ich habe davon auch ein Foto gemacht, mit so einem, keine Ahnung, was das ist, Anzug. Das war dann 20 Minuten, dann bin ich auch noch mal so ein bisschen eingedöst. Und dann habe ich das erste Mal, bin ich so ein bisschen durch die Praxis gelaufen und habe mich dann nochmal hingelegt und dann nochmal gelaufen, hingelegt. Dann wurde mir ständig der Blutdruck gemessen und dann um 13 Uhr kam Christian, wie gesagt, und hat mich abgeholt. Und ja, das war es eigentlich bis jetzt. Also ich habe jetzt einmal, mir ist der Verband so ein bisschen abgerutscht, ich zeige euch das gleich nochmal, habe ich einmal so ein bisschen diese Einschnittstelle gesehen. Also da war, habt ihr diese Kreise gesehen, ne? Und da, wo halt rein geschnitten, rein gelasert, genau, das ist mit dieser Radiofrequenztechnik wird das ja gemacht, da ist halt so ein kleines, ja, ist halt ein bisschen Blut. Aber den Rest vom Bein kann ich ja nicht sehen, weil da dieser Verband drum ist. Ne? Deswegen, das muss ich euch vielleicht mal nächste Woche zeigen. Weil morgen um 8 habe ich den nächsten Kontrolltermin. Genau, ich darf jetzt noch einen Tag lang nicht Auto fahren. Dann darf ich auch wieder Auto fahren. Eine Woche keinen Sport machen, 2 Wochen kein Fahrrad fahren. Und sonst denke ich mal, dass ich dann relativ schnell wieder so normal zurück ins Leben gehe. Es ist jetzt halt gerade wirklich unangenehm. Also es ist hier richtig taub um Oberschenkel und es brennt so ein bisschen. Das hatte ich den ganzen Tag nicht. Möchten Sie etwa raus? Guckt euch an, wie groß dieser Hund geworden ist. Da sitzt er immer da, wenn er raus will. Seine Pose. Sagt, okay, meine Untertanen, ihr dürftet mich dann jetzt nach draußen führen. So, das ist jetzt das Bein und hier, also ich habe komplett, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich glaube, das ist dieses Desinfektionsmittel. Mir fällt aber gerade einfach der Name nicht ein. Und das habe ich auch komplett hier bis zum Bauch hoch. Und das ist der Verband. Der ist jetzt, wie gesagt, schon so ein bisschen runtergerutscht. Aber der wird ja auch morgen früh dann gewechselt. Und warte mal. Achtung, wenn ihr kein Blut sehen könnt, ich mache jetzt mal eine Nahaufnahme. Hier kann man das sehen. Ich denke mal, dass alle Stellen, die ich euch vorher gezeigt habe, die so eingezeichnet waren, dass die alle so aussehen. Ja, so. Genau. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, dann schreibt mir das super gerne. Vielleicht kann ich das noch beantworten. Achso, vielleicht zu den Kosten. Das sind von der Krankenkasse übernommen. Also, soweit ich das weiß und das herausgefunden habe und erfragt habe, ist es egal. Also, ich bin privat versichert und auch da wird das übernommen. Man kann auch so eine, wie heißt denn das? Fällt mir gerade nicht ein. Ist auch egal. Es wird auf jeden Fall übernommen und ich habe so eine Musterrechnung bekommen, aber ich glaube, da stand ungefähr so 1.500 Euro drauf. Kommt ja wahrscheinlich auch drauf an, wo ihr wohnt, wo das gemacht wird und so weiter. Ich finde es auf jeden Fall auch spannend, wie jetzt zum Beispiel, wie ihr seht, ich benutze ja nicht jeden Tag Säure, wie dann auch ziemlich natürlich die Bräune, vor allem im Gesicht, dann auch wieder weggeht von dem Selbstbräuner, ne? I love it. Und sobald mein Bein hier wieder außerhalb der Wickel ist, werde ich auch mich wieder komplett in Selbstbräuner ertränken. Mein Purish-Code, den blende ich euch hier natürlich nochmal ein. Der ist ja bis zum 15.06. gültig. Also auch wenn ihr kein Self-Tanning machen möchtet, es gilt ja aufs gesamte Purish-Sortiment. Also happy shopping. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hab euch lieb und bis zum nächsten Mal.